dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Butterblume, willkommen zur mittlerweile 47. Folge der munteren philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Und es ist kein Ende abzusehen, so wie es ausschaut. Das Ganze wird sich wohl auf die 70 Folgen, schätze ich mal, so einpendeln. Also die eingefleischten Flohfoller wissen nun, worauf sie sich eingelassen haben. Aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter mit der Nummer 228. Wieder einmal ist von Fiktionen die Rede. Fiktionen wie der eines nicht eingestellten Werkzeugs. Und hier haben wir Ich, Du, Er, Sie, Es mit einer der politischen Fiktion zu tun aus der Reihe Was man nicht alles glauben soll in diesem Leben, die man allgemeines Wohl nennt. Unter dieser Formel versammeln sich sehr viele Geschäftsleute, sage ich mal, die sehr gut wissen, wie sich unter dieser Formel ein erfolgreiches Geschäft abzuwickeln lohnt. Verbunden mit diesem allgemeinen Wohl, dieser Abstraktion, ist die des allgemeinen Interesses. Und es handelt sich hier wieder einmal um eine Form der Allgemeinheit. Bemüht wird jetzt eine logische Einheit, sondern in diesem Fall jetzt ein moralischer Wert sozusagen, ein ethischer Wert. Das allgemeine Wohl dient immer wieder Begründungen, dass größte Wohl der allermeisten ist die Formel, die der sogenannte Utilitarismus, eine Nutzensphilosophie verwandt dem Pragmatismus, gebraucht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist, was das Allgemeininteresse anbelangt, lässt sich, wie es das kürzlich einmal in einer Fernsehsendung bezeichnet worden, Haus, Auto, Urlaub. Darauf lassen sich die Bedürfnisse der allermeisten Menschen zurückführen und die sogenannte Bundesregierung unter Angela Merkel hat vor ein paar Jahren den Versuch gestartet, mit sowas wie einer Einkaufskorb, Einkaufswagen Beglückung da einen Beitrag zu leisten, wie sich das allgemeine Wohl feststellen, definieren lässt. Es sind dann alle möglichen Würste und Putzmittel, was du willst, in diesem Einkaufswagen. Und je voller der ist, umso glücklicher der Mensch. Also so sehen dann, wenn man das Ganze herunterbricht, dann das eigentliche allgemeine Wohl aus, weil man nicht weiß, was das sein soll. Ist es der Homo economicus, sind es die materiellen Bedürfnisse, die zu befriedigen sind, oder gibt es sowas wie ein Innenleben von Menschen? Ist es überhaupt gefragt, dass sich jemand Gedanken macht und eventuell, wenn
man es ohnehin nur mit Fiktionen zu tun hat, dann gilt natürlich der Spruch, es gibt nichts Wahres außer Bares. Und so sieht das Ganze dann aus. Auch wenn es in den offiziellen Versionen nicht so dargestellt wird, aber es ist ein Kampf um Ressourcen, ein Kampf um Vorteile, ein Kampf um den größten Nutzen mit allen möglichen Methoden, die dabei angewendet werden, allgemeine Regeln, die befolgt werden sollen, aber nicht befolgt werden, was man dann aber als Einzelfälle herunterspielt, die nicht aussagekräftig sind für das ganze System. Und so greift oftmals eine Schönfärberei Platz, die ja aufgrund der Abstraktionsfähigkeit der Menschen und der Unfähigkeit, nicht unterscheiden zu können zwischen bloßer Einbildung der Vorstellung und einer tatsächlichen Wahrnehmung, was uns direkt zur nächsten Nummer führt. Wir verbleiben im Rahmen des sozioökonomisch-politisch-gesellschaftlichen. Alle sogenannten allgemeinen Interessen der Gesellschaft sind Abstraktion, Fiktion, Lüge. Auf den ersten Blick ein etwas hartes Urteil, aber gehen wir mal zurück zur ursprünglichen Entstehung überhaupt dieses Gesellschaftsgedankens bei Rousseau und seinem Gesellschaftsvertrag. Da heißt es so ungefähr, dass sich alle, die meisten, zusammenschließen in dem Gedanken, sich zu schützen, gemeinsam zu schützen gegen individuelle Willkür und Gewalt, und so einen Staat gut zu heißen, der nach Gesetzen regiert wird. So viel zur Idealvorstellung, aber wie es dann tatsächlich ausschaut, dürfte sich nicht groß unterscheiden dazu, wie es im Staat, im Kleinen, sprich in den einzelnen Familien ausschaut. Das mal zu untersuchen, inwieweit sich da die Idealvorstellung, beziehungsweise so wie es im Buch steht oder wie man den kleinen Kindern schon beibringt, wie das Leben dann später ausschauen wird, mit 30-40% Scheidungen, immer mehr Selbstmorden, Drogenabhängige, Alkoholabhängige, anderweitig psychisch angeschlagene, jede Menge Leute, die in ihrem Job keine Erfüllung finden und auch schon überhaupt nicht, denen es graut, jeden Tag dahin zu müssen, um sich von irgendwelchen Idioten anschnauzen zu lassen, bevormunden zu lassen, befehlen zu lassen, aufgrund einer Weisungsbefugnis, die jemand über einen hat, und dann dementsprechend 8 Stunden ihres Lebens mit einer Tätigkeit verbringen, für die sie sich nicht interessieren,
Das mag nun jeder selber beurteilen, inwieweit diese sogenannten allgemeinen Interessen der Gesellschaft, die sich letztlich dann auf sowas wie, dass man abends noch auf die Straße gehen kann, ohne befürchten zu müssen, überfallen zu werden, reduzieren, wie es damit bestellt ist. Es geht weiter zur nächsten Nummer 230. Die Wirklichkeit der Freiheit, nicht ihre abstrakte Fiktion. Also, die Idee der Freiheit ist auch so ein beliebter Gedanke, mit dem sich Leute ködern lassen. Ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht mehr so en vogue, weil sich diese Generationen sowieso abgefunden haben mit allen möglichen Abhängigkeiten und es vorziehen, lieber zu folgen, als sich da irgendwelche besonderen Freiheiten herauszunehmen. Nachdem ihre Eltern in den Genuss aller möglichen Freiheiten gekommen sind und für sie jetzt nichts mehr anderes als ein sogenanntes gutes Leben mit Haus, Auto und Urlaub und noch jede Menge Elektroartikeln es damit getan ist, ist vielleicht noch diese Frage stellen, sich vielleicht noch jetzt irgendwelche Minderheiten wie die Bevölkerung, schwarzafrikanische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, wo aber mittlerweile auch schon die Schwarzen, die Einzug gehalten haben in die Chefetagen und so, wie die ehemaligen Schwulen als Minderheiten für eine Reformierung der Gesellschaft nicht mehr in Frage kommen, weil sie sich mittlerweile, weil sie auch nichts anderes wollen als heiraten, Kinder kriegen, Haus, Auto und Urlaub wollen und so wären im Grunde genommen das sogenannte Glück dieser Leute mit Haus, Auto und Urlaub dann die abstrakte Fiktion, weil sind wir mal ehrlich, ein Haus, Auto, Urlaub macht noch nicht das aus, was so ein menschliches Leben potenziell ein Kreuz hätte, wie man in Bayern sagt. Aber wir, ich jetzt einfach mal weiter mit der nächsten Nummer. 231. Die Fiktion kann als unbewusste Lüge gelten. Das heißt, jetzt eine Betrachtungsweise, nicht die Fiktion, sondern sagen wir mal die Abstraktion, kann als unbewusste Lüge gelten. Da wäre jetzt angenommen, müsste man annehmen, dass auch Leute, die wenig reflektiert sind, in diesem Sinn unbewusste Lügner wären. Also wenn sich jemand jetzt mit irgendwelchen Erklärungen zufrieden gibt, fangen wir im Kindesalter an, das ist ein Haus, das ist ein Baum, diese Identitätslogik weiter tradiert bis ins hohe Alter zu glauben, dass es da kein Verhältnis zwischen Wort und Sache gibt. Also diese Art von Bewusstsein, naives, realistisches Bewusstsein, müsste dann auch in die Rubrik unbewusste Lüge eingeordnet werden.
Und dann wären wir jetzt in dem Sinn naiver Realismus bis ans Lebensende, wären wir dann bei der berühmt-berüchtigten Lebenslüge. Also es war alles falsch, es war alles ein Irrtum, es war alles unter falschen Voraussetzungen. So liegst du dann am Sterbebett. Aber dann kommt die Bewusstseinsindustrie mit irgendwelchen Schlagern, Don't Look Back in Anger und derartigen, nimm dir die Steine von den Schultern, was sollst du dir das Leben schwer machen, Prinzipien ist was für Loser und so in der Richtung. Und dann lässt man sich wieder breit quatschen und glaubt wieder an denselben Mist wie vorher. Die Menschheit ist eben noch nicht bereit für den nächsten Sprung der Evolution. Einmal die Verstandesvermögen auf den Prüfstand zu stellen, in Form des Abstraktionsvermögens und daraus resultierenden sogenannten Rationalismus und der allgemeinen Vernunft, weil man immer noch befürchtet, dann brechen die alten Irrationalismen wieder hervor, dann wird der Hexenglauben wieder real. Und die Leute glauben wieder ganz ernsthaft ans Horoskop und was eigentlich schon der Fall ist. Jetzt, wenn man sich im Internet so umschaut, was da alles wieder UFOs und die Verschwörungstheorien nur nebenbei, was da an medizinischem Wissen, sogenannten Wissen da kursiert, das ist dieser Irrationalismus, vor dem man umso mehr dann die Fahne der Wissenschaft hochhalten muss, weil sonst nicht nur die Idee der Demokratie den Bach runtergeht, sondern überhaupt auch die Idee irgendeiner Kommunikation, dann ist die alte Sage vom Turmbau zu Babylon, wo alle verschiedene Sprachen sprechen, Realität, was dann dazu führt, dass nur ein starker Mann auftauchen muss, der sagt, ich verspreche euch, wenn ihr mich wählt, dann ist Schluss mit diesem ganzen Unnormalen, was es da bisher gibt. Dann werde ich euch wieder Normalität garantieren. Und Normalität ist so eine Formel, die die Leute mit Erfahrung verwechseln, auch massenhaft. Und schon hat man geglaubt, diese Art des Faschismus überwunden zu haben. Schon steht er wieder vor der Tür, weil es nicht mehr gelungen ist, genügend Anzahl von Menschen unter sowas wie eine tatsächliche Vernunft oder einen Glauben daran, dass man ohne Widersprüche denken kann oder dass es sich zumindest lohnt, darauf zu setzen, auf einen Verstand, der optimal arbeitet, unter Berücksichtigung aller möglichen Faktoren und Einwände dann zu einem Ergebnis kommt, zu einer Beurteilung. Wenn dieser Glaube dann verloren ist, dann kommen die Alten aus der Ururzeit der Menschheit, die alten Befürchtungen wieder zum Tragen, wie eine Büchse der Pandora, wenn irgendwann einmal ein Punkt überschritten ist, Point of No Return,
dann gibt es kein Verstehen und kein Verständnis mehr, dann gibt es nur noch den Schein und die Lüge und die mit Argumenten wird eine Zustimmung erschlichen, es wird nur noch manipuliert und betrogen und es ist keine Instanz in Sicht, die dem Ganzen außer eben eine außerverstandesmäßige, außervernünftige, durch rohe Macht und Gewalt, Autorität. Das ist dann das Einzige, was die Menschen noch verstehen und dem sie noch folgen, aber irgendetwas Intellektuelles hat abgewirtschaftet, endgültig ist. Man glaubt niemanden mehr, der irgendetwas sagt, weil ihm das Reden nur Mittel zum Zweck ist. Und es ist auch tatsächlich so. Das Reden ist nur Mittel und Zweck. Und wenn man diese Zwecke verheimlicht und nicht offenbart, was man eigentlich will und worum es einem eigentlich geht, dann ist die Möglichkeit verspielt, hier noch das berühmte Ruder herumzureißen. Aber ich plaudere schon wieder aus dem Nähkästchen. Und sollte mich die letzten 6 Minuten hier noch auf meine Nummern konzentrieren, um meiner persönlichen Meinung nicht allzu sehr großen Raum zu bieten, doch dann auch diesen besagten Verstand noch etwas mehr anzusprechen. Schatztruhe, möchte ich sagen, vergangener Zeiten, ein Gedanke mit der Nummer 232. Dieser Gedanke lautet: Die Sprache des Unbewussten ist eine Bildersprache. Und wenn ich von Tendenzen des Irrationalen rede, dann sind es diese Tendenzen, die gewisse Geschäftemacher oder auch anderweitig ausgenutzt wird, zum Beispiel auf Wahlplakaten. Da ist es das Gift auf Wahlplakaten ist zu viel Text. Am besten nur das Bild, den Namen der Partei, Zähne zeigen und lächeln und vielleicht noch eine Geste mit einem Zeigefinger in eine Richtung, so als wüsste man, wo es lang geht. Und das ist genau die Sprache des Unbewussten, die wirkt, wenn man da Autobahnauffahrt mit so einem Plakat konfrontiert wird in Sekundenbruchteilen. Man sieht es gar nicht richtig, aber hat es doch gesehen. Und je öfter man dann dieses Plakat mit diesem Bild sieht, umso öfter wird der Eindruck der Vertrautheit erweckt. Und bald, bis man zu Hause ist und vor dem Fernseher sitzt, dann glaubt man sogar, diese Person zu kennen, und hält sich dieser Eindruck bis zum Wahltag, dann wird genau so gewählt. Was man sich aber mit dieser Bauernfängerei heranzüchtet über die Jahre, das sind eben diese einfach gestrickten Naturen, die jederzeit irgendeinem Populisten auf den Leim gehen. Das wär's zu Nummer 232. Es folgt naturgemäß, alte Sprachgewohnheit, die Nummer 233. Da heißt es: Wenn jedes Ding auf der Welt seinen Eigennamen hätte, gäbe es keine Sprache mehr. Das ist das Argument gegen die Individualisierung und dass Worte, Begriffe, Allgemeinbegriffe sind.
weswegen sie auch ein Verständnis fordern oder sogar implizieren, weil man glaubt, die Menschen müssten automatisch unter einem Begriff dieselbe Sache verstehen, schlussfolgernd aus dem Umstand, dass so einfache Bezeichnungen wie Stuhl, Tisch und so weiter erfahrungsgemäß eben einen bestimmten Umgang mit den Dingen, einen identifikatorischen mit sich bringen, der sich bewährt hat. Wie es dabei jetzt mit der Innenwelt ausschaut, was sich im Innenleben eines Menschen abspielt, die sogenannte Psyche oder auch das Denken und das Wollen, das wird jetzt durch dieses Identifizieren weniger gefördert. Das heißt, manche Menschen, das gilt ja das alte Vorurteil auf Männer, dass die sich sehr schwer tun, da über ihr Innenleben zu reden, sprich das in Begriffe zu fassen, ist bei den Frauen nicht recht viel anders. Da gibt es vielleicht ein paar Begriffe empfindungsmäßiger Art oder gefühlsmäßiger Art, die da mehr in Gebrauch sind, aber darauf jetzt schon auf eine größere Reflektiertheit zu schließen, das ist jetzt auch wieder ein Vorurteil. Was ich zu der Nummer 233 noch sagen möchte, ist, habe ich schon mal angesprochen, dass wir jetzt so ungefähr davor stehen, dass jedes Ding, das produziert wird, mit einer IP, einer URL ausgestattet wird, sodass wirklich jeder Gegenstand dann eine ganz bestimmte Nummer hat und damit auch ganz bestimmt als solcher identifizierbar ist. Also es ist im Grunde genommen ein Name. Und deswegen funktioniert jetzt die Sprache genauso, weil der Nutzen dadurch jetzt von grundsätzlichen technologiekritischen Überlegungen jetzt mal abgesehen, funktioniert das Nutzenprinzip ja genauso weiter, vielleicht sogar noch viel mehr. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich markiere mir hier einen ganz bemerkenswerten Satz, der mir über die Jahre, über Jahrzehnte hinweg immer wieder als Ermunterung begegnet ist und in mir den Glauben gestärkt hat, dass es doch so etwas wie eine Vernunft gibt im Denken der Menschheit, aber jetzt ist Schluss, Peace und out.